Hallo, liebe Hungrige, es ist ja bald wieder Halloween und für ein ganz spezielles Rezept brauche ich Baisers. Also diese kleinen Süßigkeiten hier. Dafür wiederum wird Eiweiß gebraucht und das heißt also Eier trennen. Und es gibt natürlich verschiedene Methoden, um Eigelb und Eiweiß voneinander zu trennen. Ich möchte euch heute eine zeigen, damit nicht dieses hier passiert. Und ich betone, die Methode habe nicht ich erfunden, die oder der eine oder andere von euch wird es sicherlich auch schon kennen, aber ich finde es einfach originell und es funktioniert wunderbar und aus dem Grunde sollt ihr es auch alle sehen. Zuerst schlagen wir die benötigte Anzahl der Eier auf, entweder in einem flachen Teller oder in einer Schüssel. Und jetzt kommt der eigentliche Akt. Und was wir dazu brauchen, ist eine leere Plastikflasche, so wie ihr sie von Cola oder Mineralwasser kennt. Und es ist auch egal, ob die Flasche groß oder klein ist. Ihr drückt die Flasche ein bisschen zusammen, damit entsteht Unterdruck in der Flasche, setzt an das Eigelb an, lockert den Griff ein bisschen und schwupp ist das Eigelb in der Flasche. Jetzt könnt ihr es umtopfen. Das Ganze nochmal, Flasche zusammendrücken, ansetzen, flopp, Eigelb ist drin. Jetzt könnt ihr es umsetzen. Und noch einmal, weil es so schön war. Blub. Und falls euch dann einfällt, dass ihr doch ein Eigelb im Eiweiß braucht, na dann, kein Problem. Zack, Eigelb wieder drin. Wird wieder zurückgesetzt. Und wieder rein. Und wieder raus. Und voilà, hier also das Ergebnis. Eiweiß und Eigelb fein säuberlich voneinander getrennt. Viel Spaß beim Nachmachen. Das eine oder andere Mal werdet ihr es sicherlich nutzen können. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, bye bye. Ach so, und das Halloween-Rezept mit den Baisers gibt es dann in der nächsten Woche.